Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Marian Offmann. Willkommen, Herr Offmann. Danke. Herr Offmann, wir wissen von Ihnen, Sie sind ein engagierter Sozialpolitiker. Sie interessieren sich besonders auch für Kultur. Und man sieht Sie auch immer, wenn es rechte Demonstrationen gibt, also von rechten Gruppen, dass Sie da Gesicht zeigen und dagegen dann auch protestieren. Jetzt haben Sie die Partei gewechselt. Sie waren lange im Stadtrat in der CSU und sind jetzt zur SPD übergetreten. Warum? Es hat sich in den Gremien in der CSU so ergeben, dass ich überhaupt keine Chance mehr gehabt hätte, weiter in den Stadtrat zu gehen. Also für die nächsten Wahlen am 15. März zu kandidieren. Und es war eine Intrige, denn es ist mir vorher zugesagt worden, dass ich in meinem Kreisverband einen Platz bekommen würde, der sicherlich zu einem weiteren Stadtratsaufenthalt hätte führen können. Aber das ist in einer Sekunde umgedreht worden, ohne mit mir abgestimmt worden zu sein. Und ich hatte das Bauchgefühl, dass es vielleicht Schwierigkeiten geben könnte. Habe das auch mit den Spitzen der Partei im Vorhinein abgestimmt. Habe dann gesagt, es könnte passieren. Und dann werde ich nicht mehr kandidieren für die CSU. Oder ich darf nicht mehr kandidieren. Und niemand hat sich darum gekümmert. Das war also offensichtlich kein Thema für die Spitzen der Münchner CSU. Und dann ist es so gekommen. Und ich sah keine andere Möglichkeit mehr. Und ich meine, als Sozialpolitiker gibt es für mich nur eine politische Heimat, dann das ist die SPD. Ihre ehemaligen Parteifreunde, muss man ja jetzt sagen, von der CSU, die haben das auch damit begründet, dass man eben in Bogenhausen, wo sie ja hätten aufgestellt werden müssen, sich verjüngen will. Ist das ein Argument, was Sie vielleicht übersehen haben und was Sie vielleicht auch akzeptieren müssten? Dieses Argument, dass man Parteimitglieder, die älter sind und die noch fit sind und leistungsfähig, dass man die deshalb nicht aufstellen könnte, weil sie älter sind, das ist Altersdiskriminierung. Das ist ein diskriminierender Akt, das kann ich nicht anders sehen. Und gerade eine Partei wie die CSU, die einen Großteil ihrer Wähler aus der Gruppe der älteren Menschen rekrutiert, die darf nicht hingehen und sagen, wir stellen einen älteren Menschen nicht auf, gleichwohl er wirklich qualifiziert ist und gleichwohl er in den letzten Wahlen bewiesen hat, dass er wirklich zusätzlich Stimmen für die CSU gewinnen kann. Mhm. Der Fraktionsvorsitzende Pretzel von der CSU, der hat sich auch sehr kritisch ihrer neuen Parteiwahl gegenüber geäußert und gesagt, dass er eben gerne mit Ihnen vorher noch mal die Sache diskutiert hätte. Und er fragt sich, warum Sie das Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat nicht gesucht haben von der CSU. Ich habe das Gespräch vorher gesucht, zwar längere Zeit vorher, und hatte mir ganz klar bedeutet, dass er sich in die Belange der einzelnen Kreisverbände nicht einmischen kann und nicht einmischen will. Und das war für mich eine ganz klare, definitive Aussage. Ich habe ihm dann noch mal gesagt, geschrieben einige Tage vor dieser Wahl, dass es eng werden könnte oder dass ich gehört habe, dass es Probleme gibt. Und dann hat er gesagt, das hört sich ja schlecht an und das war alles. Ich habe mit ihm vorher gesprochen und ich meine, ich wollte nicht zu ihm hingehen und sagen, also entweder ihr macht jetzt was oder ich gehe zur SPD. Also diese drohende Haltung, das ist nicht meines, das mache ich nicht. Der eine oder andere denkt jetzt natürlich, wenn einer die Partei wechselt, ist das für den, der die Partei wechselt, also vom Ansehen her eventuell auch nicht das Beste. Wie denken Sie darüber, was eben auch, wenn Sie es mit anderen Menschen oder Stadträten auch vergleichen, die Partei gewechselt haben? Also ich habe die Partei schon aus einer tiefen inneren Überzeugung gewechselt. Ich habe sie gewechselt, weil ich weiter als Mandatsträger gegen die Neonazis und gegen die AfD kämpfen will, weil ich weiter wie bisher
für Menschen, die einen ganz dünnen Geldbeutel haben und die große soziale Probleme haben, weil ich weiter für sie kämpfen will. Und ich habe das gemacht. Es gibt eine Vielzahl von Menschen, die mir einiges verdanken. Und ich bin stolz und glücklich, dass ich dieses tun konnte. Und es gibt auch viele von denen, die gesagt haben, um Gottes Willen, Herr Hoffmann, bitte machen Sie weiter. Ich habe weit über 150 Mails bekommen und WhatsApps mit, ich gratuliere Ihnen, ich danke Ihnen, ich finde das gut. Ich habe jetzt gerade am Weg hierher einen Freund aus der jüdischen Gemeinde getroffen, der so alt etwa ist wie ich, und er hat mich umarmt. Der hat gesagt, Marian, ich finde es toll, was du machst. Ich finde es super, was du für ein Rückgrat hast. Lass dir das nicht gefallen. Und wie kann man den einzigen jüdischen Stadtrat in der CSU, der viel für die CSU auch aufgrund seines Ansehens gemacht hat und der immer den linken Bereich und den Bereich gegen die Rechtsradikalen abgedeckt hat, wie kann man den auf eine solche Art abservieren? Und das ist das, was die Leute zu mir sagen. Das ist jetzt nicht mein eigener O-Ton, sondern das ist das, was ich mir wieder von den Leuten höre. Ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Entscheidung trifft, dass man sich auch bespricht mit anderen Menschen. Mit wem haben Sie sich besprochen? Wie sind Sie sozusagen dann zu dieser endgültigen Entscheidung gekommen, nach Gesprächen mit wem? Ich habe mich besprochen mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meiner Frau natürlich an erster Stelle. Und ich habe mich auch mit der Frau Knobloch besprochen. Und der Präsidentin der jüdischen Gemeinde. Ja. Und nach diesen Gesprächen hatte ich schon das Gefühl, dass da ein hohes Maß an Zustimmung ist zu diesem Parteiwechsel. Gleichwohl natürlich meine Frau gesagt hat, was tust du dir da gesundheitsmäßig an? Wie wirst du diese nächsten Wochen überstehen? Und die ersten Tage waren natürlich schwierig, extrem schwierig. Warum? Ich will Ihnen eine ganz kurze Geschichte erzählen, eine jüdische Geschichte von Josef Roth. Der hat einen frommen Juden geschrieben, der von Galizien nach Berlin gefahren ist, dort in eine Berliner Gaststätte gegangen ist, weil er mit seinem Gott gehadert hat, weil Gott ihm seine Frau genommen hat, seine Rivka. Und aus Wut und bestellt eine Schweinshaxe und fängt an, die Schweinshaxe zu essen. Und Josef Roth beschreibt es sehr schön. Er denkt jetzt in diesem Augenblick, stürzt die Welt über ihn zusammen. Man muss wissen, dass Schwein für einen Juden völlig verboten ist. Das ist das Verbotenste, was es überhaupt gibt. Ja. Und in dem Augenblick glaubt der fromme Jude, und stürzt die Welt zusammen. Der Himmel öffnet sich, die Hölle öffnet sich und alles ist vorbei. Und er wartet und er merkt, es passiert nichts. Und er schiebt dann das Essen wieder weg. Und in dieser Situation, in diesem Augenblick, als ich den Übertritt erklärt habe, in diesem Gefühl war ich. Ich dachte jetzt, ich weiß nicht, was passiert. Du triffst irgendjemanden von oben, von der CSU-Fraktion. Und dieses Gefühl hat wirklich den ganzen Tag, diesen ganzen Montag und auch den Folgetag noch angehalten. Und irgendwann hat es sich dann beruhigt. Das war für mich schon ein extrem einschneidendes Erlebnis. Aber es war meines Erachtens richtig. Und heute weiß ich, dass es richtig war. Heute fühle ich das auch. Das ist mein Bauchgefühl. Und sollte ich nicht gut aufgestellt werden und sollte ich nicht gewählt werden, dann kann ich mir nie den Vorwurf machen, ich hätte nicht alles versucht. Ich habe jetzt alles versucht und jetzt muss man halt sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Wie lange waren Sie in der CSU? Ich war jetzt 24 Jahre in der CSU. Ich war 5 Jahre Pressesprecher der Münchner CSU. Ich war dann 18 Jahre im Stadtrat, also es ist länger, 25 Jahre. Also ich war lange Zeit, ich habe viele Freunde dort, auch viele Freunde verloren. Es sind aber auch viele andere, die haben mich angerufen und gesagt, ich verstehe, was du gemacht hast. Auch ganz gehobene Persönlichkeiten aus der CSU. Es ist sehr unterschiedlich, die Reaktion. Aber das ist halt Politik. Also man sagt ja, in der Politik gibt es keine Freundschaften. Wie haben Sie das jetzt erlebt? Weil ich meine, wenn man so lange wie Sie in dieser Partei gewesen ist, dann baut man natürlich auch Beziehungen auf. Ja, also in der Politik gibt es keine Freundschaften. Das hat der Horst Seehofer mal ganz deutlich gesagt. Es ist fast richtig. Es gibt Freundschaften in Phasen, wo man zusammenhalten muss und kann. Aber tiefe Freundschaften gab es eigentlich nur eine für mich und die ist an diesem Tag völlig zerbrochen. Darf man wissen, mit wem? Nee, das will ich jetzt. Aber das tut mir weh natürlich. Mhm. Aber
Ich glaube nicht, dass es meine Schuld ist und ich hoffe nicht. Und vielleicht wird sich das irgendwann noch einrenken. Mhm. Wie wurden Sie denn jetzt in der SPD aufgenommen? Denn die anderen Stadträte möchten natürlich auch wiedergewählt werden. Und wenn jetzt so eine prominente Figur wie Sie die Partei wechselt, dann könnte das ja sein, weil die SPD ja eventuell sowieso nicht mehr so viele Sitze im Stadtrat bekommt, wie sie jetzt im Moment hat. Ja, ich hoffe, ich werde was dazu tun, dass sie wieder so viele Sitze bekommt. Dass Sie dann aber trotzdem eventuell dem einen oder anderen den Sitz wegnehmen. Also wie sind Sie in der SPD aufgenommen also worden? Also an diesem Montag war es so, dass ich meine Austrittserklärung aus der Fraktion und aus der CSU den Gremien zugesandt habe. Mhm. Und dann ging es darum, das hat mir Alexander Reisel dann gesagt, natürlich, der Eintritt in die Fraktion muss die Fraktion beschließen. Ja, also Reisel ist der Fraktionsvorsitzende der SPD. Reisel ist Fraktionsvorsitzende der SPD. Und dann dachte ich, jetzt bin ich ja gespannt, jetzt bist du ausgetreten und jetzt weißt du noch gar nicht, ob du in die Fraktion kommst. Aha. Und dann hat er mir aber eine Viertelstunde nachher ein SMS geschickt, dass alle, die gesamte Fraktion, für meine Aufnahme gestimmt hat. Mhm. Und das war schon ein tolles Zeichen von der Fraktion. Und ich muss sagen, ich bin wirklich herzlichst aufgenommen worden. Wirklich herzlich. Und ich fühle mich schon zu Hause dort. Ich weiß zwar, wenn ich jetzt in die Fraktion gehe, muss ich darauf achten, dass ich nicht in den zweiten, sondern in den ersten Stock muss. Und ich bin per Du mit allen dort, auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern. Und das ist wirklich schon, also da schwingt überhaupt nicht jetzt ein Neid mit, der könnte uns die Position nehmen. Im Gegenteil, man sieht, dass das vielleicht auch ein Schritt für die SPD-Fraktion im Münchner Stadtrat ist, nach vorne zu gehen. Und schließlich bin ich jemand, der also jetzt nicht von den negativen Ergebnissen, was die SPD anlangt, da bin ich nicht gezeichnet von diesen Ergebnissen. Da kann ich viel besser damit umgehen. Was meinen Sie da jetzt? Wenn man über Jahre mit schlechten Ergebnissen konfrontiert wird, dann entwickelt sich so ein bestimmter Defätismus oder irgendwas bei manchen Leuten. Ich habe das ja nicht miterlebt. Ich habe diesen Gang nach unten. Das war nie mein Erlebnis. Und deshalb kann ich da viel unbefangener herangehen und sagen, okay, gut, wir sind jetzt deutschlandweit in der Situation, München ist sowieso anders und jetzt kann ich mithelfen und mitkämpfen, dass es wieder anders wird. Immerhin ist die SPD die älteste deutsche Partei. Und wenn ich aus jüdischer Sicht sagen kann, war es immer die Partei, die auch zu den Juden gestanden ist. Auch wenn sie mit Israel gelegentlich eine andere Position haben und dergleichen. Aber es war immer die Partei, die zu den Juden stand. Und da fühle ich mich natürlich auch in einer gewissen Verpflichtung dieser Partei gegenüber. Wir haben alle die Presseerklärung von Dieter Reiter, dem Oberbürgermeister, bekommen, der Sie ja auch eigentlich sehr freundschaftlich aufgenommen hat. Wie haben Sie das empfunden? Ich habe das natürlich mit einem gewissen Stolz so empfunden. Ich bin mit Dieter Reiter schon immer im besten Einvernehmen gewesen. Wir sind auch schon längere Zeit per Du. Und wir haben natürlich ich habe vorher mit ihm gesprochen als Ersten. Und wir haben überlegt, ob das für beide Seiten von Vorteil ist. Und wir sind zu der Überzeugung gemeinsam gelangt, dass es das sein kann. Und jetzt geht es halt darum, das umzusetzen. Jetzt geht es um Wahlkampf, jetzt geht es Ideen entwickeln. Wie können wir näher an die Menschen herantreten? Wie können wir vor allem an die Menschen, die ein ganz niedriges Einkommen haben, aber sich diese Stadt nicht leisten können? Und wie können wir die AfD zurückdrängen? Und diese beiden Themen, die werden meine Themen sein. Und was man aus der CSU eben auch hört, ist, dass der Zeitpunkt, den Sie gewählt haben, eben jetzt so kurz vor der Wahl, eben auch von der CSU eben als ganz schwierig angesehen wird. Ja, das verstehe ich, dass die CSU das schwierig ansieht. Die CSU hätte gerne gehabt, dass ich bis zu den Wahlen das soziale Aushängeschild bin für die CSU und auch das Aushängeschild gegen Rechtsradikale. Und nach der Wahl wären dann die reingekommen und ich kenne die Listen, ich weiß, welche Leute kandidieren, das sind junge Leute, das stimmt, was ja auch durchaus Positives, aber es sind eben Leute, die nach meiner Beurteilung zum Teil, nicht alle,
ziemlich weit rechts stehen. Es könnte sein, dass die neue CSU-Fraktion eine Fraktion ist, die eine ganz andere politische Ausrichtung als die aktuelle hat. Haben Sie denn eine Vorstellung, wer sozusagen ja, das Loch, auch, was Sie hinterlassen in Ihrer Ex-Partei, wer das füllen könnte? Das ist nicht meine Aufgabe, darüber nachzudenken. Ja, aber Sie kennen natürlich die Partei so gut, dass Sie eventuell, Sie brauchen ja keinen Namen zu, aber gibt es da, nein, gibt's da Leute? Ich will jetzt niemanden kritisieren oder ich will niemanden irgendwelche Fähigkeiten absprechen. Es wird sicherlich jemand sein, der Sozialpolitik betreibt. Es gibt auch schon eine Sprecherin, ist schon benannt worden, das ist die Alexandra Gassmann. Und jeder Mensch ist ersetzbar. Wenn Sie jetzt mal zurückdenken, haben Sie von vornherein vielleicht die falsche Entscheidung getroffen? Hätten Sie gleich in die SPD gehen sollen? Das ist eine sehr schwierige Frage, Herr van Hoven. Ich glaube, es war über einen gewissen Zeitraum hinweg gut, dass ich in der CSU war. Beispielsweise in der Phase, als das jüdische Zentrum errichtet worden ist, aber auch in anderen Phasen. Ich glaube, ich konnte für meine Themen in der CSU mindestens genauso viel erreichen, als ich in der SPD hätte erreichen können. Aber jetzt sind wir an einem Scheideweg. Jetzt sehe ich die Situation nicht mehr so. Jetzt sehe ich die Situation auch, was das Erstarken der Rechten angeht, was das Erstarken des Antisemitismus angeht. Wir brauchen nur nach Polen schauen, nach Ungarn, nach Amerika. Jetzt sehe ich, dass andere Zeiten sind und jetzt sehe ich, dass man wirklich dass man kämpfen muss. Und das will ich. In einem Statement haben Sie in einer der Münchner Zeitungen gesagt, dass Sie sich auch verpflichtet fühlen, gerade was Migration auch Deutschland anbelangt hier in unserem Land. Wie haben Sie das gemeint? Warum fühlen Sie sich zu diesem Thema besonders verpflichtet? Ja, also meine ganze Familie, ein Teil meiner Familie ist vor der Shoah von Polen nach Kanada emigriert, waren Flüchtlinge. Ich hatte den deutschen Pass erst mit dem 13. Lebensjahr bekommen. Ich war bis dahin staatenloser Ausländer. Das ist das Wenigste, was man sein kann. Wenn wir heute die Seenotrettung haben, das sind Menschen, die in den Schiffen sind und die fliehen, dann ist es und die werden nicht aufgenommen. Das ist eine ähnliche Situation wie 1935, 38, als Schiffe mit jüdischen Immigranten unterwegs waren und die nirgends anlanden konnten und deshalb zum Teil in den Gaskammern von Auschwitz ermordet wurden. Dann sind es Parallelen, ich will das jetzt gar nicht relativieren. Und da kann ich als Jude nicht hingehen und sagen, nee, lasst sie ertrinken oder sie sollen halt dann wieder zurückfahren. Es gibt ja tausend Ausreden. Aber am Ende wird dann mit diesen Ausreden der Tod dieser Menschen in Kauf genommen. Also wenn es sein muss, fahre ich selber auf so ein Schiff und helfe den Menschen. Also das ist das Gefühl, was ich habe und das ist auch die Verpflichtung. Und da war natürlich in mir schon die lange Überlegung, was musst du machen, damit du das umsetzen kannst. Und außerhalb des Stadtrats und so wie die CSU sich das vorstellt, hätte es nicht funktioniert. Ich will Ihnen eine ganz kleine Geschichte erzählen, als ich 2015 am Hauptbahnhof war, als die Flüchtlinge ankamen. Da kam ein Junge mit 13 Jahren und der hatte einen anderen Jungen an der Hand, 5, 6 Jahre alt. Wir haben dort vom Jugendamt in Obhutnahme der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Und wir fragten ihn, wer ist der Junge? Ist das doch dein Bruder? Sagt er, nein, das ist nicht mein Bruder. Er war mit mir im gleichen Boot und ich saß neben ihm, als seine Eltern vom Boot gefallen und ertrunken sind. Das werde ich mein Leben lang nie vergessen. Und das ist für mich einfach auch eine Mahnung, aber auch ein Auftrag, für diese Menschen zu kämpfen. Konnten Sie das in der CSU nicht durchsetzen? Ja, Sie werden lachen. Am Ende schon. Ich weiß definitiv, das wurde mir auch so mitgeteilt und es gab auch Entscheidungen in der Fraktion, dass dieser Antrag über die Seenotrettung, dass der von der CSU nicht mitgetragen wird. Mhm. Und Sie da, bei dem Sozialausschuss, wo ich auf der anderen Seite bei der SPD saß, hat die CSU diesen Antrag angenommen. Also zumindest hat mein Wechsel dieses bewirkt. Menschen in München mit Jörg van Hoven.
Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. Herr Hoffmann, Sie sind von der CSU zur SPD übergetreten und das ist jetzt gerade mal ein paar Tage her. Haben Sie das in erster Linie auch gemacht, weil Sie sich von Ihrer Partei brüskiert gefühlt haben? Das war nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war, dass ich einfach weitermachen wollte. Aber natürlich auch, weil ich mich brüskiert fühlte. Das war für mich dann erleichternd, diesen schweren Schritt zu tun. Mhm. Wenn Sie sich jetzt mal so die Gemengelage angucken in der Münchner Szene, in der Politszene, da haben wir also zwei Frauen, eine von der CSU, eine von den Grünen, die gegen den Oberbürgermeister Reiter antreten. Wie sehen Sie diese Gemengelage? Was glauben Sie, wie auch die Bürger sozusagen jetzt diese zwei Frauen sehen und dann eben den Oberbürgermeister? Was glauben Sie, wie das ausgeht nächstes Jahr? Also ich bin sicher, dass Dieter Reiter wieder Oberbürgermeister wird. Ob er es im ersten Anlauf schafft, das muss man sehen. Aber er ist so bodenständig und er hat so einen wirklich guten und auch empathischen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern meiner Heimatstadt München, dass ich sicher bin, dass Sie ihn auch wählen werden. Können Sie Ihrer neuen Partei jetzt so ein paar Insider-Informationen über die CSU-Kandidatin geben, über die Frau Frank? Denn da haben Sie ja jetzt lange genug in der Partei gearbeitet, um da vielleicht Insider-Informationen weitergeben zu können. Also es war für mich im Vornherein klar, dass kein Wort, was in der CSU-Fraktion gesprochen worden ist oder was intern vereinbart wurde, dass ich dieses dann in die neue Partei, in der ich bin, weitertragen würde. Also für mich ist das sankrosankt, das werde ich nicht tun. Genau umgekehrt natürlich auch nicht. Das, was ich jetzt in der SPD-Fraktion höre und sehe, das würde ich nie an einen CSU-Kollegen weiterleiten. Also das ist, da gibt es einen ganz klaren Schnitt und ich war, glaube ich, immer 100% verlässlich. Und ich war immer loyal, auch in der CSU, bis zum letzten Augenblick. Und habe dann erklärt, dass ich austrete. Und damit ist die Loyalität nicht mehr nötig. Aber bis zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, ist es für mich völlig selbstverständlich, dass ich nichts, was ich erfahren habe dort, was ich gehört habe, was vereinbart wurde. Ich war im Vorstand, im Fraktionsvorstand, ich habe eine Vielzahl von Ämtern gehabt, ich habe alles verloren, mit Ausnahme möglicherweise von zwei Aufsichtsratspositionen. Ich bin jetzt wirklich, auch in der SPD-Fraktion habe ich jetzt zwei Ausschüsse, das ist Sozialausschuss und Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Aber das wusste ich und das nehme ich in Kauf. Das nehme ich in Kauf, damit ich weiter die Arbeit leisten kann, die ich glaube, leisten zu müssen. Da Sie ja sehr engagiert sind in der Stadt gegen rechts, würde ich gerne mal Ihre Einschätzung hören, wie das Potenzial jetzt Ihrer Meinung nach am rechten Rand hier in unserer Stadt ist. Also die AfD hatte 7% bei den Landtagswahlen, Europawahlen glaube ich auch. Und es würde im Münchner Stadtrat wären es etwa 4 Stadträtinnen oder Stadträte. Und dagegen gilt es anzukämpfen. Es wird eines meiner Hauptziele sein, zu verhindern, dass so viele AfD-Politiker reinkommen. Weil wir haben dann möglicherweise noch den Neonazi dazu. Und es wird die ganze Tonalität und auch die Ausrichtung des Stadtrats beeinflussen, im Negativen. Und das ist für mich eine, aber das kann ich natürlich als Kandidat der SPD kann ich das besser machen, als wäre ich kein Kandidat für die Stadtratswahl. Und diese rechten Demonstrationen, die wir jetzt auch in den vergangenen Jahren ja hier in unserer Stadt auch erlebt haben, inwieweit sehen Sie da eine weitere Bedrohung aufgrund Ihrer Arbeit, die Sie da geleistet haben? Ich meine, ob ich eine Bedrohung von den Rechtsradikalen sehe. Also ich werde weiter hingehen zu den Demonstrationen, werde Gesicht dort zeigen. Ich bin ziemlich sicher, dass der Rochus auf mich jetzt als SPD-Mitglied, als Genosse, größer sein wird als vorher. Das werde ich in Kauf nehmen. Und ich weiß, dass ich auf sogenannten Todeslisten von den Rechtsradikalen gestanden habe. Und ähnliche Listen wie Listen, auf denen Walter Lübcke stand.
Und das war auch mit ein Grund, warum ich der Meinung war, dass ich kandidieren muss. Weil wenn ich nicht mehr kandidiert hätte, dann hätten die gewonnen. Dann hätten sie erreicht, dass Marian Offmann, der jüdische Stadtrat, nicht mehr im Stadtrat sein wird. Und das ist denen natürlich ein Dorn im Auge, weil es sind alles schlimme Antisemiten. Und dem muss man zeigen, dass das heute nicht möglich ist. Ja, das ist was kriegen Sie für Mails, für Briefe? Also ich bekomme zurzeit keine Hassmails und keine Hassbriefe, sondern ich bekomme nur Zustimmung. Schön, dass Sie Rückgrat gezeigt haben. Schön, dass es jemanden gibt, der nicht auf dem normalen Strom der Politik, dem Allglatten, sich bewegt. Schön, dass jemand seine Meinung sagt und dass er auch danach handelt. Niemand hat gesagt, hören Sie doch endlich auf, weil Sie so alt sind. Niemand. Und natürlich waren es sicherlich viele, die dem linken Parteienspektrum näher sind als der CSU. Jetzt müssen wir Ihr Alter auch mal sagen, 71. 71, oder? Ja. Ja. Da, das ist noch kein Alter, ne? 71 ist das neue 51, oder? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle muss ich sagen, war ich noch nie so sportlich wie jetzt. Und es tut mir sehr gut gesundheitlich. Und auch die Perspektive, die ich jetzt habe, dass ich weiterkämpfe, das tut mir wohl. Also das ist für meinen ganzen Körper auch, für die ganze Metabolik ist das positiv. Ja. Um mal noch ein anderes Gebiet zu beleuchten, was Sie ja auch mit großem Interesse immer verfolgt haben, das ist Kultur in unserer Stadt. Wo haben Sie sich da eingebracht und was ist Ihnen da wichtig? Also wir stehen jetzt hier davor, das ist das Jüdische Museum, an dessen Bau und Entwicklung ich beteiligt war im Stadtrat. Und was mir das größte Herzensanliegen war, das war das NS-Doku-Zentrum. Das war ja damals in der CSU, waren das harte Auseinandersetzungen. Die damalige Ministerin Hohlmeier wollte das überhaupt nicht. Man wollte kein NS-Doku-Zentrum an einem Ort, sondern man wollte verschiedene Stationen. Das wäre dann alles verwässert worden. Und wirklich durch meine intensive politische Arbeit, auch mit Freunden zusammen, ist es gelungen, an dem am meisten mit brauner Ideologie kontaminierten Ort, nämlich dort, wo das sogenannte braune Haus stand, das NS-Doku-Zentrum zu errichten. Das ist heute völlig normal und natürlich, aber das war über mindestens 10 Jahre, war das höchst umstritten. Das war ein Kampf, dass ich mir ab und zu gedacht habe, wo bist du eigentlich, ist das möglich? Nein. Aber es gelang dann und da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden und auch sehr dankbar. Und das ist auch ein Erfolg, dieses NS-Doku-Zentrum, genau an diesem Ort auch. Das war als Kulturpolitiker für mich eines der Schwerpunkte überhaupt. Aber es geht natürlich jetzt darum, diese Erinnerungskultur weiter zu fördern. Und da war ja dann die heiße Diskussion in München um Stolpersteine, ja, in der ich beteiligt war. Sie sind für Stolpersteine? Nein, ich war zu dem Zeitpunkt, war ich als Kompromiss, als letzten Kompromiss für Stolpersteine, für diejenigen oder für die Familien, wo die Angehörigen noch leben und wo sie selber zugestimmt hätten, dass sie gesetzt werden. Oder genau, also man muss vielleicht werden. Noch mal sagen, Stolpersteine sind eben Steine, ja, von Juden, die in Häusern gelebt haben und dort eben rausgeholt, genau, wurden und dann am Ort, und dann, ja, in die Todeslager, ja, geschickt, ja, wurden. Ja. Ja. Und gibt es in Berlin, das gibt es in Köln. Fast überall in Deutschland, ja. Ja, und in München halt nicht. Gut, in München haben wir dann, also ich habe versucht, in München zu vermitteln, mhm, zwischen denen, die selber betroffen waren und die Stolpersteine haben wollten. Und ich habe auch versucht, vermittelnd in die Gesellschaft zu gehen. Also damals noch als CSU-Politiker wurde ich zu einer Veranstaltung eines SPD-Ortsvereines geschickt, wo alle für die Stolpersteine waren und ich die Vorstellungen als CSU-Politiker der Stadt vertreten musste, dass wir gegen Stolpersteine sind. Mhm. Also war ich, glaube ich, von 200 Leuten war ich der Einzige, der diese Position vertreten hat. Mussten Sie dagegen Ihre eigene Überzeugung antreten? Nein, es war meine Überzeugung. Und zwar deshalb, weil ich mir überlegt habe, wäre ich für Stolpersteine als Enkelsohn meiner ermordeten Verwandten.
Und ich würde mir immer überlegen, dass man einen solchen Stein in den Straßenschmutz nicht verlegen kann, wenn die Betroffenen das nicht akzeptieren würden. Weil wenn ich in ein Schiffehaus gehe, also ein Haus von Verwandten, wo einer gestorben ist, dann muss ich die Schuhe ausziehen, damit ich nicht den Straßenschmutz in die Wohnung hineintrage. Das hängt auch irgendwo mit dem Tod zusammen. Und deshalb bin ich der Meinung, man müsste die Betroffenen, also für die, die Stolpersteine sind, befragen. Aber die Situation, die wir jetzt haben mit den Stelen und mit den Wandtafeln, die bringt im Grunde das Gleiche, nämlich die Erinnerung an diejenigen, die hier wohnten und ermordet wurden, weil sie Juden waren, oder auch andere Opfer, Zeugen Jehova oder schwul oder egal was. Und das kann man als Stele machen, die an der Seite steht oder an der Wand. Und wir haben das schon mehrfach in München praktiziert. Das ist eine wunderbare Lösung. Da war ich mit daran beteiligt. Und das war auch ein wichtiger Aspekt meiner Kulturarbeit. Noch einmal zurück zu Ihrem Parteiwechsel. Ja, Sie sind von der CSU in die SPD gegangen. Aber wir wissen ja, im Stadtrat, da gibt es dann noch die FDP und es gibt die Grünen. Nehmen wir mal die beiden Parteien. Warum sind Sie nicht zu den Grünen gegangen? Weil ich kein Grüner bin. Das ist eine ganz einfache Antwort. Also für mich gibt es gewisse Dinge, die vor dem Weltklima stehen. Also für mich ist die soziale Gerechtigkeit und die Unversehrtheit von Menschen ist vorrangig über die Höhe des CO2-Ausstoßes in Deutschland, der sowieso nicht maßgeblich ist für das Weltklima. Ich bin der Meinung, also ich selber fahre überhaupt nicht mehr mit dem Auto in der Stadt, ich fahre nur noch U-Bahn. Und ich bin der Meinung, man muss alles tun, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Aber das ist nicht meine Partei. Und die FDP ist mir, was das Soziale angeht, stimmt die mit mir nicht überein. Das hat sich auch immer in den Ausschüssen gezeigt. Und die anderen Parteien kommen sowieso nicht in Frage. Also Bayernpartei ist für mich Partei. Aber da sind im Übrigen mehrere aus der CSU hin übergetreten. Ja. Also deshalb Bayernpartei hätte man jetzt eigentlich auch erstmal denken können. Nein. Von einem CSU-Stadtrat, der da nicht mehr sich wohlfühlt in der, ja, CSU. Es ist halt die Frage, ob ich wirklich dieses stockkonservative Bild, das man sich von einem CSU-Politiker macht, vielleicht mit liberalen Ideen und so, das bin ich nicht. Mhm. Ja. Ich war immer links außen in der CSU und für mich war immer weniger wichtig das Erhalten, das Konservieren, sondern das in die Zukunft gehen. Und natürlich auch die soziale Gerechtigkeit. Also die Partei heißt eigentlich Christlich-Soziale Union. Also christlich sind einmal die Werte, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Und wie ist mit den Werten zum Beispiel, wie war zeitweise die Flüchtlingspolitik der CSU vereinbar? Ja? Sozial würde man eigentlich meinen, dass das Soziale an erster Stelle oder an vorderster Stelle steht. Aber es war immer schwierig, in der Fraktion überhaupt jemanden zu finden, der in den Sozialausschuss geht. Und noch jemanden zu finden, der Sprecher, sozialpolitischer Sprecher ist. Also das war nie das Thema in der CSU, das vorrangig ist. Das sind ganz andere Themen. Da wird wahrscheinlich jetzt ein großer Protest in der CSU ausbrechen, dass es da viele Anwärter gibt, die sozial. Ja, natürlich. Ist ja auch gut so. Ist ja auch gut so. Wenn mein Wechsel das bewirkt hat, dass die Sozialpolitik in der CSU einen anderen Stellenwert bekommt, dann habe ich ja schon viel erreicht. Und also Sie werden jetzt voll in den Wahlkampf für die SPD eintreten und sich dort voll engagieren. Wobei ich noch nie der Wadelbeißer war. Ich werde jetzt nicht einen Wahlkampf gegen jemanden machen, sondern ich werde einen Wahlkampf für Themen machen. Und vor allem für Menschen. Ich werde zu den Menschen gehen, die nichts haben. Ich werde unter die Brücken gehen. Ich werde, und das ist mir ganz wichtig. Können Sie das damit anfangen, dass der eine oder andere jetzt behauptet hat, Sie waren der Stachel im Pelz der CSU, solange Sie da waren? Nee, also damit kann ich weiß nicht. Gut, das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht sind manche Dinge, die ich gemacht habe und die ich gesagt habe, von
anderen als verletzend, Stachel verletzt, ja, als verletzend wahrgenommen worden. Aber ich selber, in meinem eigenen Einvernehmen, kann das so nicht sehen. Ich kann einfach nicht sehen, wie es verletzen muss, wenn ich sage, ich bin dagegen, dass man von einer Asylindustrie spricht. Das kann ich nicht verstehen. Das ist, oder andere Rhetorik auch, die wir alle kennen, die ja heute Gott sei Dank so nicht mehr zu hören ist. Das verstehe ich nicht. Ich kann auch nicht verstehen, wie es ein Stachel ist, wenn ich mehr Geld für die Sozialpolitik einfordere. Das ist für mich nicht verletzend. Aber es kann sein, dass andere das so wahrgenommen haben. Und das ist aber Politik. So funktioniert Politik. Es sind immer unterschiedliche Interessen. Und man wird einen Ausgleich suchen. Es gibt Situationen, wo es einfach keinen Ausgleich mehr gibt. Ich meine, in der SPD gibt es natürlich ganz viele Sozialpolitiker. Inwieweit wird es denn dann Dubletten da auch geben oder auch Politiker geben, die sagen, Moment mal, das ist mein Gebiet, das möchte ich gerne bearbeiten? Also ich komme jetzt gerade aus einer Sitzung von den Sozialpolitikern in der SPD-Fraktion. Wir haben uns wunderbar ergänzt. Es kommen neue Ideen vielleicht, neue Perspektiven. Und das ist wichtig, weil wir müssen als SPD schon im sozialen Bereich noch mehr Menschen ansprechen. Es ist einfach das Problem, dass wir die untere Gehaltsschicht, dass die wohl aus dem Blickwinkel verloren gegangen ist. Und die sind leider zu anderen Parteien, auch zu den rechtsradikalen Parteien. Und die müssen wir alle zurückholen. Und darum geht es. Das ist das Thema. Wir haben in München eine ganz, ganz große Vielzahl von Menschen, die ein niedriges Einkommen haben. Also ich habe jetzt gerade, wir haben das gerade besprochen, wie hoch ist das Einkommen zum Beispiel von jemandem, der in einer Flüchtlingsunterkunft dort Sozialarbeit macht. Oder Hausmeister, der verdient 1600 Euro brutto. Davon kann man in dieser Stadt nicht leben. Aber das sind viele, das sind Polizisten, das sind Schwestern, das sind Lehrer am Anfang, die ein sehr niedriges Gehalt haben. Mit denen müssen wir sprechen. Für die müssen wir Wege finden, wie sie in dieser Stadt leben können. Und zwar auf Augenhöhe mit den anderen. Das ist nicht sofort lösbar, ist klar. Aber die Menschen müssen das Gefühl bekommen, dass wir uns bemühen drum. Dass wir das offensiv angehen. Und das ist mir ein Herzensanliegen. Also es wird für Sie wahrscheinlich spannende Wochen und Monate sein, bis dann bis Sie überhaupt wissen, ob Sie aufgestellt sind. Ja, das ist sind. Im Oktober. Das, die Aufstellung ist im Oktober. Heute Abend ist zum Beispiel von meinem Ortsverein Nymphenburg-Gern werden die Delegierten für die Aufstellung gewählt. Da gehe ich hin. Und ja, es wird spannend natürlich. Aber ich habe alles getan, damit die Dinge sich so entwickeln können, wie ich glaube, dass es sein soll. Und ich schaue nach oben mit Gottes Hilfe und Gesundheit. Und wird es gelingen? Und wenn es nicht gelingt, dann soll es halt so gewesen sein. Marian Hoffmann, an dieser Stelle danke ich Ihnen für das offene Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr von Hof. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.